und herzlich willkommen im neuen Video. Ich bin Julia und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute bin ich im Urlaub in Paris, mache eine Städtereise und es gibt ein paar Sachen, die ich immer dabei habe, die zum Teil ich beim Campen auch dabei habe, aber auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin, um ja, ein bisschen Müll zu sparen, aber auch flexibler zu sein in dem, was ich tagsüber so unternehme. Ich hoffe, es ist das ein oder andere für dich dabei, was du dir abschauen kannst. Viel Spaß! Das erste, was ich mitnehme, ist mein Campingbesteck. Das habe ich in eine solche Hülle gepackt, aber da tut es natürlich auch eine ganz normale Plastiktüte. Das ist das Campingbesteck, was ich zum Zelten auch mitnehme und einen Strohhalm. Wenn man dran denkt, ich vergesse es meistens, kann man im Restaurant beim Getränk bestellen fragen, ob man den Strohhalm weglassen kann und seinen eigenen Strohhalm verwenden. Und das Besteck ist auch ganz praktisch, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte und nicht immer in Restaurants oder Bistros essen möchte, sondern sich zum Beispiel auch in Supermärkten versorgen möchte. Dann ist es immer gut, man hat einen Löffel dabei, um mal einen Joghurt oder einen Salat oder irgend sowas zu sich zu nehmen. Die Tasche, die ich dazu genäht habe, ist aus Wachstuch. Dann kann ich das benutzte Besteck da auch wieder reinstecken. Aber wie gesagt, eine Plastiktüte kann man auch einfach verwenden. Das zweite, kennen aufmerksame Beobachter meines YouTube-Kanals schon, das ist die Butterbrottütentasche, die ich aus Wachstuch genäht habe. Und die mag ich einfach deshalb so gerne, weil sie immer nur so groß ist wie der Proviant, den man gerade dabei hat. Und wenn man eine Städtereise macht oder mit einem Rucksack unterwegs ist, dann freut man sich natürlich über jedes Stück Platz, was im Rucksack frei ist. Und wenn ich losfahre und meine zwei belegten Brötchen da drin habe, dann ist es voll. Aber im Laufe der Zeit wird es leer. Und ja, unterwegs ergeben sich auch manchmal Gelegenheiten, wo man wieder was reinfüllt. Zum Beispiel gestern habe ich mir eine Pizza gekauft, die nicht komplett aufgegessen, die zwei übrigen Stücken dann einfach gefaltet wie eine Calzone und kalt werden lassen. Und dann konnte ich die wunderbar als Snack in der Tüte noch mitnehmen und hatte heute noch ein Mittagessen. Was sich dann auch immer gut macht, ist ein Einkaufsbeutel. Denn ja, der Rucksack ist meistens so groß, wie man sein Gepäck auswählt. Und wenn ich dann unterwegs noch Lebensmittel einkaufe, dann ist es ganz praktisch, einfach einen Beutel zu haben, wo man alles reinklatschen kann. Zusätzlich zum Campingbesteck lohnt sich auch, ein Taschenmesser dabei zu haben. Denn man kann ja immer mal was schneiden müssen. Auch ohne Essen ist das praktisch. Dann würde ich solche Beutel empfehlen. Da kann man Obst und Gemüse drin kaufen oder auch Gebäck, wenn man das in diesen Selbstbedienungstheken holt und sich damit die Tüte sparen. Und auch sonst ist es für die Reise ganz praktisch, wenn man zum Beispiel seine ganzen Ladekabel, Stifte, Kleinkram nicht überall im Rucksack verteilt haben möchte, dann bietet sich auch an, das in einen solchen Beutel zu packen. Und mein letzter Tipp und auch ja, einen, den ich sehr mag, ist, dass man für jede reisende Person eine Schüssel mitnimmt, die man verschließen kann, die möglichst auslaufsicher ist. Denn gerade wenn man zum Beispiel im Hotel übernachtet und dadurch keine Küche zur Verfügung hat, kann man hier mal ein schnelles Hotelmüsli draus essen. Oder auch wenn man eine Packung Gummibärchen oder Kekse oder irgendwas geöffnet hat und das komplett zerrissen ist, dann kann man hier einfach die übrigen Sachen reintun. Und das fliegt auch nicht überall rum, oder also wenn man sich kleine Tomaten oder Weinbeeren kauft. Genau. Weiterhin habe ich immer dabei Gummibänder, denn hier, wenn man mal eine Gummibärchentüte oder irgendwas öffnet und sie wieder verschließen möchte, dann sind die einfach eine sehr praktische Hilfe. Ja, und falls ihr Leute seid, die sehr gerne Kaffee oder Tee trinken, dann ist es natürlich auch cool, wenn ihr einen wiederverwendbaren Kaffeebecher dabei habt, aber diesen Tipp kennt ihr bestimmt schon. Ansonsten war es das erstmal mit meiner kleinen Zusammenstellung hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was Nützliches und Praktisches dabei. Und ja, gute Reise wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!